Steffi, ich habe dir versprochen, wir werden heute mal in die Geschichte der Wohnwagen eingehen. Tabbert, damals noch einzeln, jetzt Knaus Tabbert, ein Wohnwagenhersteller. Tabbert hast du schon mal gesehen? Ja, das sind so die klassischen Wohnmobile, die man kennt oder man auf der Straße gesehen hat, finde ich. Ja, das hier ist ein Schmuckstück, auf jeden Fall immer noch heute, aber damals war es das absolute Highlight. Also wenn du heute allein schon die Außenfarbe siehst, denkst du dir, um Gottes Willen, entweder stand der zu lange in der Sonne oder er ist unglaublich verblichen, aber das war damals so. Damals war das die Farbe. Ich finde das so spannend, wenn man sieht, wenn wir jetzt so diese Zeitreise haben, ne, wie sich das verändert hat von denen, die wir gerade angeschaut haben und denen. Also ich bin total gespannt, wenn wir da jetzt reingehen, wie der von innen aussieht. Ich zeig mal gerade, hier ist der Aufkleber von dem Händler. Da ist die Posterzahl, der ist wohl etwas neuer, aber wir werden gleich mal erfahren, was für ein Baujahr das ist, wo der herkommt. 85 053 Ingolstadt. So sieht er von der Seite aus. Er hat Gardinchen drin. Ja, richtig süße. Ja, man sieht ja ganz viel in Holland, ne? Oder hier im Ruhrgebiet ist man ja nah an Holland. Und viele, die dann nach Holland fahren, und das kennt man einfach. Bronze. Ja. Mustergardinchen. Also ich schätze mal, der hier ist so, das kann man gar nicht so schwer sagen. Das könnte 85 bis 95 sein, eher so 90er, denke ich mal. Aber ich finde dieses Wappen toll. Also das Wappen? Ist so, das Wappen finde ich Da ist toll. Der Bär drin, ist das Original Tabbert-Wappen. Ah, guck. Was auch immer es heißt, wir müssen da mal nachgucken, ob das von der Stadt kommt. Und selbst in den Rädern findet sich das wieder. Das ist natürlich sehr... Also ich würde jetzt, individuell, das finde ich toll. Ich würde jetzt ungern schätzen, aber ich denke mal, es ist 90er das hier, weil das so ein paar Sachen drin hat, was es, glaube ich, in den 80er noch nicht gab. Ja. Ja. Wir haben also ein ganz, ganz großes Heckfenster und wir haben ja heute viel über Wohnmobile gelernt. Also der war definitiv schon mal ein Texel, der Wagen. Siehst du? Ja, ich denke auch. Da ist Texel drauf. Ja. Ich zeige dich mal komplett von hinten. Ich habe es gerade gesagt, ne? Diese Wohnmobile sind dann immer nach Holland gefahren. Da ist der Roland. Hat mal nachgeguckt. Ich habe noch keine Informationen. Du hast noch keine Informationen. Der ist noch nicht inseriert. Aber wenn man sich das Fahrzeug anguckt für das Alter, der sieht einfach noch richtig gut aus. Ne? Ja, wir haben gerade eben mal gerätselt. Aber wir kriegen das raus. Also wir kriegen das raus. Ich schreibe es dann in die Beschreibung rein, was es ist. Er sieht neu aus, weil hinten so das Heckdesign, das ist nicht mehr 80er, sondern das, ich denke, es ist 90er. 90er, vielleicht sogar Anfang 2000. Ja, Tabbert hat ja wie Weipert seine Zeit alles immer so in Beige und Gold gemacht. Mhm. Ne? Das ist heute überfällig. Das gibt es nur noch. Ja, das gibt es nur noch. Das gibt es nur noch bei Ahorn. Das gibt es nur noch bei Ahorn. Ja. Das ist ein anderes Beige. Das war Spaß. Aber ansonsten ist das hier ein sehr interessantes Fahrzeug und für Leute, die Patina einsteigen, wollen in diesen Bereich und die sagen, Gold finde ich auch nicht so schlecht, die werden feststellen, dass da ein riesiger Platz ist. Genau, hier ist eine Fliegentür drin, die aber eine richtige Tür ist. Wenn der Roland, du bist Profi, 11 Jahre im Wohnwagen gelebt. Guck mal da, kannst du zumachen. Hier wird zugemacht. Zugemacht. Ja, das wird alles noch gemacht. Es fehlt ein bisschen Silikonspray. Ja, genau. Wahrscheinlich stand der. Meistens ist es so, dass ihr die in Zahlung nehmt. Das heißt also, nehmen die meistens in Zahlung. Der ist noch gar nicht gemacht, der hier. Der wird noch aufbereitet. Also der ist gereinigt. Der wird aber noch großartig aufbereitet. Guten Tag. Guten Tag. Um dann dieses Fahrzeug, sag ich mal, speziell dann auch ins Netz zu stellen. Story ist, der stand hier heute Morgen. Der ist auch noch, ist auch noch gar nicht geparkt. Hallo. Und ich habe zu Steffi gesagt, wir müssen dieses Fahrzeug filmen, weil es ist ganz anders wie alle anderen. Und es hat nämlich viele Anleihen von dem, was wir im Wohnmobil schon kennen. Es hat zum Beispiel hier das Schuhfach. Genau. Guck mal. Ach so. Nee, guck mal links, Rune. Ach hier, ja, klar. Das ist aber typisch, das gibt es in vielen Wohnwagen, dass die Schuhfach mit drin. An den Seitenteilen diese Fächer haben. Es hat die berühmte Rundsitzgruppe. Jetzt ist der. Wie alt der jetzt ist, das wäre wirklich was, wo ich sage, das möchte ich wissen. Das kriegen wir raus. Wir kommen jetzt rein und es ist natürlich braun. Ja. Aber Wahnsinn, das ist ja riesig. Ja, das hier ist ein Wohnwagen. Ein Wohnwagen hat Platz, der hat ja keine Zugmaschine. Und das Coole ist, du hast doch keinen Motor, den du irgendwie machen musst. Die Kosten sind viel geringer. Wir reden ja bei so einem Fahrzeug damals, was hat er damals gekostet? 30, 40.000? Eher 40? Ja, bestimmt. D-Mark. D-Mark. Muss ich
jetzt nicht reparieren. Das geht auch. Oh, da hat es wieder reingehangen. Funktioniert. Zeig mal, Roland. Es geht wieder. Es funktioniert. Es hängt wieder. Hängt wieder. Und lässt sich verschieben. Lässt sich verschieben. Und jetzt funktioniert es auch wieder. Lässt sich auch wieder verschließen. Super. Klasse. Der ist groß. Der ist echt groß. Der ist groß. Und guck mal, überall Schränke. Komplett drumherum hast du Schränke. Das kenne ich so ein bisschen bei meiner Oma aus dem Wohnzimmer, so den Style. Also ich denke, ja? Der ist sogar Ende 90er, der hier. Weil und bei Wohnwagen ist das natürlich so, das ist so ein Lebensraum, ne, für viele. Man kann den packen, man hat also dann auch ein Vorzelt streckenweise mitgenommen, damals noch mit Gestänge. Dann wurden also die Gestänge auf den Boden gesetzt oder gelegt und dann ist das für den Transport abgesenkt worden. Der Tisch lässt sich ja ganz normal wieder nach oben bringen. Ich muss jetzt gucken, welche Konstruktion. Nimm mal meine Beine weg. So, das heißt, der Tisch lässt sich also wunderbar nach oben dirigieren, sodass ich also hier einen richtig gemütlichen Sitzbereich habe. Also du hast so das sogar... Family-like. Ja, total. Wobei die Polster jetzt überzogen sind, sind jetzt nicht Standardpolster. Die wurden nochmal neu überzogen. Guck mal, Klett. Ja. Ist da Klett sogar? Nee. Magnet, guck mal. Nee, Magnet ist da nicht. Das ist die Rückwand. Die Klapperschiene hier von dem. Ja. Von der die übrigens nicht klappert. Weißt du warum, Roland? Nee. Weil du während der Fahrt ja vorne sitzt. Du hörst nichts davon. Hier kann alles klappern, hier ist ja kein Mensch drin. Natürlich. Genau. Das heißt, wenn da steht, klappert ja auch nichts. Das ist anders wie beim Wohnmobil. Hier darf es auch mal klappern, weil man hört es ja nicht. Und du hast Platz pur. Das ist gemütlich, ne? Und so. Hier darf es auch mal klappern. Ja, und so ist das so. Du legst dich dann hin, du hast dein Fernseher. Das ist ja, hat ja einen Wohnzimmercharakter. Und viele haben dann solche Fahrzeuge dann auch als festen Standort, zum Beispiel in Holland oder wo auch immer. Und das ist deren Wochenendhaus. Ja. Fahren also gemütlich nach Hause. Und wir haben hier eine Besonderheit. Zu diesem Zeitpunkt, also wahrscheinlich dann, als es gebaut, verkauft wurde und neu war, waren Einzelbetten noch nicht so up to date wie heute. Das hat sich verändert. Das Partnerverhalten hat sich geändert. Ja, es hat sich verändert, auch dadurch, wollten die Ehepaare früher nicht gemeinsam schlafen? Doch, es liegt aber daran, dass wenn die älter sind, ja, die Leute dann nachts einfach auch öfter zur Toilette müssen. Und dann ist das, das ist immer wieder die Aussage, wo dann auch Ältere hinkommen und sagen, wir möchten das. Und jüngere Leute machen das deswegen, weil die sagen, wir brauchen ein Familienbett. Okay. Dann liegen also dann die Kinder mit. Ja, die Geschichten dahinter sind immer so interessant, ja, die du erzählst. Ja. Wobei eine Geschichte möchte ich erzählen. Ich habe auf einem Video mal gesehen, auf einer Messe, wo Hagelkörner mit Hühnerei groß irgendwo runtergekommen sind. Die Leute haben gesagt, wir waren froh, dass wir ein GFK-Dach hatten. Die hatten nur Angst um ihre Hebekippfenster über die Hekis, die dann auch kaputt gegangen sind. Und einige Leute haben sich unter Brücken gestellt und andere haben sich unter das Auto gelegt, weil sie gesagt haben, wir werden erschlagen. Also Hagelkörner, dicke Hagelkörner. Wahnsinn. Und in Zukunft wird eigentlich immer mehr Wert darauf gelegt, dass also zumindest das Dach oben in GFK ist. Und es gibt für die Dächer auch so Hagelhauben, die sind wattiert, dass da nichts passieren kann. Hagelhauben? Ja, wenn man mal ein bisschen länger steht. Mhm. Wobei ich sagen muss, das Dach, dass das jetzt durchgeschlagen wird, das habe ich noch nicht gehabt. Nee, nur aber die Hekis werden durchgeschlagen. Ja. Der, was denkst du denn, wie viel Prozent der deutschen Kinder wurden denn auf dem Campingplatz gezeugt? Das weiß ich beim besten Willen nicht. Also wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Statistiker für Campingbereiche. Du bist ja Sachverständiger, du hast ja selber einen Sohn. Ich denke daran, dass das sicherlich nicht wenige sind. Ich habe gestern ein nettes Ehepaar gehabt, die wollten was für 3 Personen. Ich sage, wie viele Kinder haben sie denn? Wir haben noch keins. Ich sage, stellen Sie mal vor, Sie kriegen Zwillinge, dann werden es 4. Also da haben wir dann also gezielt danach gesucht, was für die interessant wäre, vor und dann auch hinterher. Ja. So will ich mich da mal ausdrücken. Manche möchten ihr Wohnmobil ja ein bisschen länger behalten, ne? So, Küche. Ich setze mich mal hinten in die Ecke, dann kann ich euch besser filmen. Dass wir erstmal zeigen das Raumgefühl von der Küche. Küche. Das ist nämlich schon groß. Ja, mit Klappvorrichtung. Du musst ja etwas lauter reden jetzt, weil ich habe das Mikro. Okay, Küche mit Klappvorrichtung. So hier. Und? Spritzschutz und auch Hitzeschutz. Ne? Das wäre dann die ganze Bedienungseinheit. Hier ist was für den Kühlschrank, der auf 220 Volt, also 230 Volt, auf Gas und auf 12 Volt. Das ist der Kühlschrank hier? Nee, der Kühlschrank ist hier unten. Das hier ist die,
Warte, wenn du Karte mal aufmachst kurz. Ja? So war das früher, ne? Das ist die Bedienungsklappe. Früher, damals, kurz nach dem Krieg. Für Gas und für Wahnsinn, alles was andere. Sich jetzt verändert hat, ne? Also es sieht ja schon alt aus. Ja, aber im Prinzip ist die Technik ist immer noch die gleiche. Ja. Die ist heute noch ein bisschen moderner. Ja gut, die wird ja auch geprüft, die brauchen eine Zulassung. Brauchen eine Zulassung. Ja. Muss also auch gucken, dass du immer wieder auf dem Sicherheitsstandard bist. Mhm. Aber guck mal hier, das machen die jetzt neuerdings wieder Spüle und Herd zusammen wieder. Ja. Mhm. Und jetzt, damals hatten sie es schon. Damals hatten sie es schon, jetzt ein bisschen kleiner. Wobei der Vorteil ist, wenn ihr was überkocht, sag ich mal so, kannst du das wunderbar hier ablaufen lassen. Aber was ich schön finde an dieser Geschichte ist, du spülst hier und kannst dann deine Teller hier das abstellen. Geschirr ablegen. Und hast dann direkt einen Abtropfmodus. Das gibt's heute nicht mehr. Das gibt's heute weniger oder nur in bestimmten Bereichen. Und du kannst abdecken. Guck mal hier oben, da ist eine kleine Klammer drin, die hält das. Du kannst einfach zumachen. Mach mal zu. Fahren runter. Fahren runter und dann kannst du zumachen. Genau. Und kannst alles abdecken und dann ist es schön. Dann hast du Wohnraum. Du kannst schneiden und dann das löst man hier und dann packst du es einfach, machst du es einfach zu. Ne? So, Vorführeffekt. Warum nicht? Ein klein wenig hochheben, kann das sein? Ja, weil das geht's nicht. Wird alles noch gemacht, oder? Oder gibt es einen Trick? Nee, also es gibt bestimmt einen Trick, aber ich kenne den im Moment auch nicht. Das ist nicht so schlimm, aber es ist unproblematisch. Ja, wir lassen es mal offen. Ja. Aber hier wurde auf jeden Fall schon ein bisschen was gekocht. Ah, guck mal hier. Danke. Da rein. Und dann siehst du da diesen Nupsi. Ja, der Fachmann. Zack. So, wenn du den da reinmachst. Und? Das wollte ich ja nicht auch mehr sitzen lassen, die guten Tabas. Und jetzt hast du, es gibt ja viele, die Wohnwagen ohne, ich sag mal, irgendwas drin bestellen, weil man das nachrüsten kann, weil die nur die Platte wollen. Die wollen nicht, also gerade jetzt bei mir in Frankreich, ich sag mal, in dem Bereich, ist so Küche und Toilette brauchen die alles nicht und dann gibt es nur die Platte. Und hier habe ich eine komplette Platte, mache die zu und habe kompletten Raum hier. Genau. Und das ist natürlich hier innovativ, ne? Also zu diesem Zeitpunkt. Stopp. Das ist jetzt kein aktuelles Modell. Nein, das ist kein aktuelles Modell. Das ist hier schon sehr ziemlich innovativ. Ne? Also einmal von der Form her, also Formholz, sehr schick gemacht. Und dann hier übersichtlich für Töpfe, für Vorrat und für alle anderen Dinge. Das ist der Kühlschrank? Das wäre jetzt der Kühlschrank. Komplett verkleidet. Und kurioserweise, selbst der kleine Kühlschrank ist, wir hatten auch so einen, ich glaube, der war sogar noch kleiner, das ist ein Raumwunder. Wenn man den mal richtig vollgepackt hat, meine Frau hat immer früher gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel hier noch reingeht. Also die ganz großen. Gut, man hat doch damals mehr gepackt, die waren nicht auf gleicher Ebene, sondern du musstest dich bücken damals. Man musste einfach in die Knie gehen, ganz klar. Besteckkasten. Besteckkasten, hier ist die Zentralverriegelung hier. Zentralverriegelung? Zeig mal. Ja. Ach, witzig. Vermute das. Ja, wahrscheinlich reindrücken. Nee, rausziehen. Ja. Wie auch immer. Tut es noch nicht? Oder jetzt schraubst du es gleich. Stark. Dann die Heizung. Große Truma. Heizung, aber die sieht noch sehr modern aus. Die ist von der Form hat sich nicht viel geändert. Ich sage es könnte Klammer auf für Steffi eigentlich mal. Es gab eine Zeit von Truma eine Heizung. Die hatte dann diese Verkleidung. Dann war hier Glas. Also so ein glasähnlicher Charakter. Und innen drin war ein künstliches Kaminholz. Und das knisterte dann. Schön. Und es gibt Das gibt es immer noch. Das gibt es noch, ja. Und es gibt Wohnwagen oder, ja, bei Wohnwagen so eher. Kamin. Genau, die aber hatten. Total schön und wohnlich. Ja, die hatten dann den Kamin hier. Du saßt dann da. Und es hatte sogar eine Knisterakustik da drin. Also das war wunderbar. Ich habe so einen Wohnwagen. Ich habe einen Tabat Puccini mit Knisterkamin. Und den kannst du heute noch kaufen. Ja. Der Knistereffekt bei Tabat. Ja, also sehr schön. Also für die Leute, die zum Beispiel zu Weihnachten im Wohnwagen irgendwo am festen Campingplatz sind, ist das schon mal eingekaufte Atmosphäre. Ja, nicht nur Weihnachten, auch so im Winter. Ja, ja, klar. Aber jetzt möchte ich mal wissen, was hier hinter ist. Drehen weiter. Kleiderschrank, mal, der ist aber groß. Ja. Gut, wow. Das ist ein Wohnwagen. Der ist aber groß. Das ist oft so, wenn die Leute vom Wohnmobil umsteigen, Wohnwagen auf Wohnmobil, die sagen immer, warum ist der Kleiderschrank so klein? Ja, da ist also, das ist immer eine Platzfrage dann, ne? Weil hier wäre ja jetzt noch Motorbereich bzw. der Bereich für den Fahrer, Beifahrer. Das ist hier jetzt anders. Einzelbetten mit Stauraum auf beiden Seiten. Wow, da ist jetzt noch genug drin. Hier gehört wahrscheinlich ein Vorzelt zu.
Hier ist jetzt eine Batterie, also der scheint autark zu sein. Das ist die Therme, die Warmwassertherme. Also das ist hier... Das ist eigentlich relativ aktuell, oder? Auch wenn der so ein bisschen barock aussieht, ist das schon eine ganz schicke Geschichte. Und viele sagen dann, mich stört das, was also hier Messing ist. Aber das könnte man theoretisch, wenn man wollte, austauschen. Nee, lassen. Ich glaube, du machst mehr kaputt wie ganz, wenn du hier aber anfängst. Er hat Zeitgeist und ich weiß nicht, wie viele Buchenwälder zu diesem Zeitpunkt sterben mussten, damit die Leute alle ihre Buchenwohnwagen haben. Das ist doch alles nachhaltig produziert worden. Ja, schön ist hier das Nachttischschränkchen, zeig mal. Ja. Ja, einmal da. Einmal hier. Wie zu Hause. Wie zu Hause. Früher. Und dann hier die entsprechenden Stauräume. Also jede Ecke ist ausgenutzt. Ja. Das ist auf der anderen Seite auch. Ja. So, der Spiegel, dass du auch Spaß hast im Schlafzimmer, der ist auch drin. Der erweitert den Raum auch ein bisschen. Der soll Raumerweiterung sein. Gehe ich mal davon aus. So, dann kannst du zumachen hier. Hast du schon gesehen, Steffi? Aha. Bei Seiten, man muss die Knöpfe da oben lösen. Jetzt kannst du. Das ist leider Gottes heute oft nicht mehr so, dass man also hier Holz benutzt, sondern vieles sind diese Plissé-Stoffwände. Aber dieses Holz, finde ich, hat noch einen etwas wertigeren Charakter. Man hat auch den Gefühl, dass man mehr Intimsphäre hat. Genau. Ne, durch dieses Plissé hörst du ja alles. Ja, leider hat der Wohnwagen kein Bad. Das ist sehr schade. Doch, er hat eins. Er hat eins. Haha, ich habe es nämlich gerade schon heimlich angeguckt. Ach, das haben wir. Ja. Schau mal hier vorne, wie schön das bezogen ist hier. Da eben. Habe ich gerade schon gesehen, das ist wie die Vorhänge vorne. Ach krass, das ist aber auch, das ist wie im Flieger. Ja. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich bin im Flieger. Im Flugzeug. Im Flugzeug, genau, sorry. Und das ist echt genau wie im Flugzeug. Ja. Ne? Überall hier also kleine Stecken. Alles leicht aus Kunststoff, was man da verarbeitet hat, aber sinnig, sag ich mal so. Der Rauchmelder, wo ist der? Wenn wir im Flugzeug sind? Haben wir hier nicht, man kann auch nicht abspringen. Ach so. Mhm. Steffi, guck mal hier, wie geil der Kunststoffmarmor hier gemacht ist. Ja, Wahnsinn. Aber er sieht doch sehr gepflegt aus. Es ist wirklich sehr gepflegt. Ich möchte mal wissen, wer hier gewohnt hat und was die hier so gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie ein Wohnmobil hier gekauft. Aber das ist, ja. Ich möchte mal wissen, wo man duscht. Man duscht draußen, ne? Das waren doch diese Gemeinschaftsduschen, die man dann auf dem Campingplatz hat. Hat man also weniger in den Wohnwagen geduscht. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich habe bei meiner langen Zeit, als ich darin gewohnt habe, habe ich diese Armatur ausgetauscht und habe die gegen den Duschkopf ausgetauscht. Ich bin abends duschen gegangen, habe mich morgens dann gewaschen, aber brauchte irgendwas, um mal ein bisschen die Haare zu waschen. Das ist ja auch oftmals so. Oder man hat Kinder, dann die kann man, weil dieser Bereich unten auch einen Abtropfbereich hat. Man könnte theoretisch auch mal ein Kleinkind hinstellen und könnte sagen, das dusche ich mal eben ab. Weil alles andere ist ja dicht, ne, wenn man so will. Also man könnte auch duschen mit so einem Duschvorhang und so weiter. Das kann man einbringen. Hier vorne habe ich dann noch ein Fensterchen drin, Licht habe ich drin. Autark, das war damals auch nicht so üblich, oder? Nee, es war nicht so üblich, aber Tabat gehörte zu den hochpreisigen Fahrzeugen. Ne? Das waren schon besondere Fahrzeuge, die... das heißt, du konntest dir keinen Tabat leisten damals? Ich habe einen Fendt gehabt. Ja, der ist besser. Okay. Ich glaube, Fendt und Tabat. Fendt ist noch ein bisschen mehr Kult, oder? Ja, wobei bei den Tabat-Fahrzeugen hatten die Leute immer das Problem, dass Tabat eine Zeit das alles in diesem Beige-Gold hergestellt haben. Und das wollten die Leute nicht. Es hat sich dann irgendwann gewandelt und ich finde, es gibt heute Tabat-Fahrzeuge, die sehr modern aussehen und sehr schick sind. So, ich gehe mal raus, meine Abmoderation. Ich könnte mit dir noch stundenlang reden, lieber Roland. Denn du bist ein absoluter Crack, was alles angeht. Hier wurde ein bisschen was nachgerüstet. Hier die TV-Halterung. Ich nehme an, als der rauskam, gab es noch Röhrenfernseher. Ja, ich glaube, aber ich glaube, dass der tatsächlich da ein großes Fernsehen drauf, also einen großen Bildschirm hatte, weil der ja auch schon einen sehr großen Raum hat. Also der Van Davis da kann ich schon. Nee, aber Röhre? Achso, der Original damals. Das Original, diese Größe, das war tatsächlich für den Röhrenfernseher. Ne? Es gab doch damals, was waren so die Diagonalen früher, als es noch Röhrenfernseher gab? Das war ja 4:3 Diagonal. Nee, aber Zentimeter, was war es? 72, glaube ich, war. Ach, das waren ja die riesigen, aber hierfür hast du dann einen 34er, 40er genommen.
4:3, man konnte die Zeilen sogar noch sehen, gell? Wenn man nah genug rangeht. Ja, das stimmt. Das war damals. Lass uns nicht mit dem Thema Fernseher anfangen. Mein Schwiegervater hat ein Radio-Fernsehgeschäft. Ich habe genug von diesen Geräten geschleppt. So, komm, wir gehen mal raus. Abmoderation. Aber hier, eins muss ich noch sagen. Das ist hier, warum ist dieses Loch hier? Einmal wegen der Kabel, weil man hier unten was hatte. Und wenn du, ja, und wenn du hier das Fernsehen drauf hattest, dann hast du einen Spanngurt gehabt. Den konntest du hier drum machen. Ja. Und konntest den Fernseher mit dem Spanngurt festspannen, weil das war ein Röhrengerät, der stand dann darauf. Dann konnte nichts passieren. Also alles ganz sinnig. So war das damals. So ist es. Und es ist noch gar nicht so lange her. Naja, im Vergleich zur Menschheit ist es gar nicht so lange her. Aber das hier ist schon interessant. Ja, tolles Fahrzeug. Wir wissen zwar immer noch nicht, was für ein Baujahr es ist, aber ich werde mal im Internet nachgucken. Ich vermute mal, es ist so Anfang 90er, Mitte 90er, sowas in der Art. So, guck mal einmal kurz in die Kamera bitte, dass wir noch ein Fotofinish haben. Komm mal nach vorne am besten hier. Dann haben wir es einmal. Stellt euch mal hier auf die Ecke und dann machen wir einmal Fotofinish für Startup-Bild. Der Tabat Comtesse, Einachser, mit Roland und Steffi. Danke, tschüss.